Einen wunderprächtigen schönen guten Tag und willkommen bei Citybus Manager, einem neuen Projekt hier bei mir. Ich bin der Flippo und begleite euch heute bei diesem Video. Neben Citybus Manager, der vor ein paar Tagen rausgekommen ist, haben wir die Möglichkeit nicht nur hinter dem Steuer eines Busses zu sitzen und durch den ÖPNV herum zu cruisen. Nein, wir sind heute Disponent, quasi die Leitstelle, der Betriebshof, und wir organisieren unsere eigene Busfirma, unser eigenes Busunternehmen. Das Spiel kommt von drei Brüdern aus Mecklenburg und befindet sich noch aktuell im Early Access. Ich habe schon einen Spielstand für mich privat und wollte jetzt hier in einem etwas neueren Projekt mit euch gemeinsam anfangen. Dazu machen wir ein neues Spiel. Und wir nennen die Firma, ja, ich würde schon sagen, dass ich in meiner Heimat das aufbaue, also in Berlin. Also nennen wir das einfach die BVG. Wir sind in Mitteleuropa. Postleitzahl machen wir, da ich ja ursprünglich so aus dem Ostberliner Bereich komme, machen wir mal so 12555. So ungefähr, nicht 15, sondern 12555. Genau, so ungefähr die Hood. Köpenick ist die Hood. So. Hintergrund Großstadt. Sandbox, normal, Experte. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Köpenick hat keinen Betriebshof. Es gibt den Betriebshof in der Cicerostraße, in Stahnsdorf und so weiter. Das heißt, es wäre schon ein bisschen fiktiv. Kann man sagen. Na gut, Großstadt normal würde ich sagen, mit einem Kapital von 200.000 Euro. Das klingt für mich recht plausibel, das ist gut, damit lässt sich arbeiten. Und ich kann euch auch versichern, mit den 200.000 Euro kommt man echt eine gute Weile aus, wenn man es richtig macht. Beim Bauen einer Linie kannst du nicht nur die originalen Haltestellen benutzen, sondern auch eigene Haltestellen an beliebigen Stellen platzieren. Da kommt auch schon der Bus. Ja, wie wir sehen, hier ist der Bahnhof Köpenick. Hier ist das gute alte Forum Köpenick. Und das hier ist der, man könnte sagen, der zweite Teil vom Forum Köpenick. Das war einst mal ein großer Parkplatz mit ein paar Philippinen, Thailändern, die da gewisse Sachen angeboten haben. Da konntest du auch parken und hier rüber. Hier haben wir den Bahnhof Köpenick. Der wird aktuell auch zum Regionalbahnhof ausgebaut. Das steht ja schon seit Jahren in der Planung. Und das wird jetzt tatsächlich umgesetzt in den nächsten Jahren. Hier befindet sich ein ehemaliger Umschlagplatz für Panzer. Damals zur Grenzzeit, als die Mauer noch stand und davor, wurden hier auf dem Nebengleis Panzer aufgeladen, alles an Militärfahrzeugen. Hier drüben haben wir ein ganz großes Handelszentrum mit Turm, Kaufland und alles. Das sieht man ja hier auch, wenn man ein bisschen Raum reinzoomt. Hellweg, ja, das ist, Hellweg ist auch hier. Hier ist irgendwo in der Nähe Kaufland. Ach da, genau. Weiter hinten kommt man dann nach Friedrichshagen, nach Erkner bis nach Frankfurt-Oder. Hier ist die Altstadt in Köpenick, ne? Die gute alte Altstadt Köpenick. Hier ist auch die Feuerwehr, die umgebaut wurde. Da waren sie hier im Gefängnis, hatten sie einen provisorischen Unterkunftsstandort. Hier ist das Schloss Köpenick, hier ist das Rathaus, Elfähre. Und diese Brücke hier, die ist schon auch relativ sehr alt. Es war nie gedacht, dass diese Brücke wirklich mal weiter existieren soll, sondern die Brücke war nur als Behilfsbrücke gedacht. Und jetzt versucht man halt, diese Brücke irgendwie zu, ja, neu zu bauen. Hier hinten befindet sich Adlershof. Also nicht hier, sondern hier. Hier ist die alte Straßenbahn-Wendeschleife, wo die Straßenbahn damals immer gewendet haben von der 60 und 61. Da gab es auch mal einen Unterstand.
den haben sie dann abgerissen. Die Wendeschleife haben sie dann auch abgerissen. Mittlerweile gibt es die Wendeschleife wieder mit einem neuen Unterstand. Hier hinten ist die Karl-Ziegler-Straße. Hier ist noch ein altes Bild davon, dass die Straßenbahn hier geendet hat in der Karl-Ziegler-Straße. Während man aber hier schon den Rohbau der neuen Verbindung zum Bahnhof Schöneweide und Adlershof sieht. Also gerade hier Johannisthal, das große Industrie- und Forschungsgebiet von Adlershof, hier mit Technologie und alles und hast du nie sehen und weiß der Kuckuck. Hier hinter würden wir dann in Richtung Alglienicke und Schönefeld kommen, auch mit dem neuen Flughafen. Und hier geht es weiter mehr rein in Richtung Innenstadt. Hier zu unserem Fuße haben wir die Spree. Hier ist die Dame. Und das ist der sogenannte Katzengraben. Hier kommt es auch wirklich nur mit dem Boot rüber oder halt zu Fuß. Obwohl, ich glaube, nee, die, wenn ich mich recht besinne, ist der Katzengrabensteig hier, die kleine Brücke, nur eine Verbindung zwischen hier und da. Aber hier kommst du wirklich nur rüber mit dem Boot. Ansonsten haben wir ja natürlich auch ganz klassisch, hier ist das alte Betriebswerk von der S-Bahn, wo die Züge immer aufgebaut wurden oder restauriert. Da ist Spindlers Feld hier hinten. Hier ist die Parkeisenbahn Wuhlheide. Und hier natürlich in der Nähe das Stadion an der alten Försterei. Da muss man mal gucken. Hier in dem Bereich. Ich muss mal kurz orientieren, das Wuhlheide. Da schon Karlshorst. Hier in dem Bereich befindet sich das Stadion an der alten Försterei. Ansonsten würden wir hier Richtung Märchenviertel und alle zu kommen, aber das ist jetzt auch nicht Thema, sondern ich bin ein bisschen abgeschweift jetzt hier. Ich wollte ein bisschen was aus der Heimat erzählen und bin dann doch ein bisschen abgewichen von dem eigentlichen Thema. Ja, jetzt haben wir das Problem, wir haben die 12555 ausgewählt, also halt Köpenick, und Köpenick hat ja keinen Betriebshof. Das heißt, ich würde eventuell mal schauen, was Sinn ergeben könnte als Betriebshof, weil irgendwo müssen wir ja anfangen. Also würde ich mal schon sagen, dass wir hier das ehemalige S-Bahn-Betriebswerk kombinieren zu S-Bahn und Bus. Jetzt muss ich mal nur gucken, wo das am ehesten Sinn ergibt mit einer Verbindung nach draußen. Mike. Ja. Ach komm. Sagen wir einfach, das Depot ist da. Und dann ist gut. So, hier haben wir unser kleines Betriebsgelände. Und unser Ziel ist jetzt natürlich, irgendwie eine gute Straße aufzubauen. Dafür haben wir hier das Baumenü. Müssen natürlich auch gucken, dass unsere Busse irgendwie auch hier parken können. Und den, ich will nicht denselben Fehler machen wie bei meinem privaten Betriebshof, dass ich hier einfach leer baue und dann erstmal zusehen darf, wie ich dann klarkomme mit dem Platz, den ich brauche. Sondern ich würde schon gucken, dass wir hier so mehr die Mitte treffen. Ja, hier so, dass die Busse dann hier so parken können, hier so hier kann man auch gucken, was man dann da hinbaut. Ansonsten würde ich das jetzt erstmal tatsächlich so lassen, weil wir eh später den ganzen Kram noch ausbauen werden. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir unser Service Center einrichten. Als einzige Aufgabe momentan. Platziere Sitzmöglichkeiten, Service-Schalter, nicht Halle, sondern wir bauen hier Service Center. Genau. Ein Service Schalter. Dann können wir es drehen mit R und dann irgendwo auch platzieren. Hier würde ich mal sagen. Und da wir ja bestimmt später mehr Mitarbeiter haben werden, machen wir hier zwei Schalter. Platzieren hier noch. Muss ich mal. Scheiße. Achso, okay.
Platzieren wir mal hier so eine kleine Sitzmöglichkeit. So, ja, am besten nicht so in der Gegend, wo wir hier einchecken und alles. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, scheiße. Tack, tack, tack. Genau. Ja, theoretisch kann man das ja auch so machen, ne? Ob das jetzt gut aussieht, weiß ich nicht. Aber man kann ja auch später dann noch Sachen wegmachen und alles. Das ist ja natürlich alles möglich. Ansonsten stellen wir hier noch eine kleine Pflanze hin. Die Mittelgang lassen wir mal frei. Fenstertüren haben wir alle. Einen Couchtisch können wir noch mit dazustellen. Hier so für Kaffee und Kuchen. Ansonsten würde ich noch sagen, dass wir hier ein Informationsmonitörchen hier aufbauen. Oder auch nicht. Mülleimer. Ja, das sieht doch schon ein bisschen gemütlich aus. Eine getönte Tür, weil das ja hier Privatbereich ist. So, Büro bauen. Baue einen Flur. 5x3. Machen wir mal 7x7. Getönte Tür. Ein Büro. Das Büro würde ich jetzt tatsächlich hier an dieser Stelle machen, weil dann hier Busse parken können. Große, kleine, mittlere, wie auch immer. Bauen wir mal das Büro. Das Büro würde ich schon hier so 6x4. Ja, so. Muss ja kein größtes Büro sein, ne? Das ist ja keine Wohnung. Hier machen wir auch eine getönte Türen. Ne? Wir sind Chef. Wir brauchen unsere Ruhe. Wir brauchen auf jeden Fall einen Arbeitsplatz. Ein Stehschreibtisch ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Machen wir mal zwei Schreibtische. Zwar Stehschreibtisch, aber lecco mio. Ein Konferenztisch. Ja, das wäre auch eine Idee. Machen wir mal hier. Können die Mitarbeiter vielleicht dann auch noch Mittagessen, wenn sie wollen. Hier noch mit ein bisschen Dekor. Damit das alles ein bisschen familiär aussieht. Vielleicht auch mit einer Stehlampe. Die kommt hier in der goldenen Mitte. Ein Regal. Ein Büro braucht ein Regal. Machen wir mal. Ah ja, das sieht doch gut aus. Eine Pinnwand. Eine Pinnwand ist immer gut. Die bauen wir mal hier hin. Ja, was wäre denn ein Büro ohne einen Drucker? Ein Drucker muss auch noch mit rein. Den müssen wir noch mal ein bisschen bewegen. So. Eine kleine... nö, doch. Nö, eine große Pflanze. Genau. Eine, oh ja. Das sieht doch mal schick aus. Schickes Büro. Wir müssen mindestens einen Sessel drin haben. Einen Sessel. Naja. Eine Küche. Wir bauen eine Küche. Und die Küche, die soll 4x4 haben. Ah, guck mal, sogar 5x5. Was sagst du jetzt? Da reicht es, wenn wir eine normale Tür machen. Ja, dann brauchen wir einen Getränkeautomat, eine Kommode, eine Küchenzeile und einen Kühlschrank. Ich habe aber so das leise Gefühl, dass der Schreibtisch hier, die Kommode, genau, falsch herumsteht, weil die Kaffeemaschine, die hat mich nicht angeguckt, sondern mir den Rücken zugekehrt. Machen wir hier mal das, hallo. Spülbecken. Mit einer Lampe. Mülleimer. Und noch einer Küchenzeile. Die Mitarbeiter brauchen sich eigentlich hier nicht hinsetzen. Das ist ja nur, um mal kurz einen Kaffee zu holen. Die können auch in meinem Büro. Alle kein Problem.
Oder, ich weiß, das ist ein bisschen unhygienisch, aber vielleicht, wenn sie dann hier irgendwie durch, durch die Küche in das Bad kommen. Ich weiß, das ist ein bisschen ekelhaft, aber... So, kicke mal. Zack. Geh. Dann riecht die ganze Küche dann nach Scheiße oder so. Ah, dann machen wir mal auf, machen wir mal eine getönte Tür. Das muss ja nicht jeder sehen, dass man an die Heaven's Door knockt. Ne? Das muss ja keiner sehen. Hier mit einer Partnertoilette. Herrlich. sollen... Oder hier. Wettscheißen. Die können sich angucken, während sie richtig schön ein abseilen. Oh, das ist doch der Traum jedes Mitarbeiters. Die ersten Busse. Baue mindestens ein weiteres Stück Straße. So, Postfach. Willkommen in Berlin. Wir freuen uns sehr, dass du dich ab sofort um unseren Nahverkehr kümmern wirst. Dich dabei zu unterstützen, erhältst du von uns Subventionen in Höhe von 251% auf alle Einnahmen. Außerdem bekommst du Rabatte auf alle Busse, Ersatzteile, Gebäude und Einrichtungen auf eine gute Zusammenarbeit. Hallo Berlin, ich bin der Flippo. So, die ersten Busse. Wir brauchen 2 Stellplätze. Okay. Ich würde mal schon mal sagen, dass wir hier eine Waschanlage bauen. Scheiße, ich wollte eigentlich das so haben, dass da 2 Waschanlagen darauf passen. Ja, dann können wir die auch bewegen. Oh. Ja, machen wir mal so. Ja, dann halt so. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist, wenn... Das wollte ich eigentlich... Sorry. Das wollte ich eigentlich nicht so haben. Eigentlich nicht. Ah, geh mal, so sieht es doch cool aus. Müssen wir hier nochmal alles wegmachen. Das gefällt mir nicht so. Mann, ja, dass man... Nee, 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 nicht die Straße, sag mal. Bist du des Wahnsinns? Oh. Noch die kleine Ecke hier. So. Ich würde mal schon sagen, das war gleich eine große Dings hier bauen. Weil wenn wir dann hier die ganzen Busse später haben, die brauchen ja auch alle Platz. Oh, guck mal. Können dann gleich da parken. Hier kommen dann die nächsten. Das ist dann doch schon ein bisschen logistisch besser gemacht. Kaufe 2 Busse. Wir kaufen sogar 4. Wir brauchen natürlich dann auch ein paar Spinde. Ja, ohne Spinde kommen auch keine Fahrer. Oder können wir keine Fahrer einstellen. Nun ist mein Büro jetzt nicht so groß, dass man sagen kann, jupp, wenn der Bedarf größer wird, kannst du gleich so viele Mitarbeiter haben, wie du willst. Nee, nee, nee. Das heißt, wir machen das jetzt so, dass wir so viele Spinde bauen, wie wir können. Weil irgendwann sagt das Spiel zu uns, wir brauchen mehr Bürofläche. Erst dann können wir wieder neue Spinde kaufen. Und ich weiß, das sieht hier ein bisschen trostlos aus, aber wir haben derzeit keine andere Alternative. Wir können ja hier noch den Flur ein bisschen erweitern, dann können wir mehr Spinde kaufen. Mehr Spinde heißen natürlich dann auch später mehr Mitarbeiter. So,
Und dann hier in der Mitte so. Gut, dann kaufen wir jetzt mal ein paar Busse. Der Sprinter, der wird uns früher oder später sehr auf die Füße fallen. Denn er hat nur Platz für 30 Fahrgäste mit 12 Sitzen. Ich habe auch von Anfang an den Zito gekauft. Also kaufen wir gleich mal 4 Stück. Die Berliner Busse, die sind alle ja gelb. Also machen wir ein schönes Berliner Gelb. Oh ja. Kopieren wir. Einfügen. Speichern. BVG. Neu. 1. Lokal speichern. Und anwenden. So, kick mal, da kommen sie. Habe ich jetzt 3 oder 4 gekauft? 4, okay. So, stelle 2 Busfahrer ein. Nee, wir machen sogar 4. Mal sehen. Freundlichkeit 0. Hier, Romona Weigel. 11,80 die Stunde, sehr zuverlässig und freundlich. Neil Gödler. Shannon Pesch. Oh, aber na okay, dann verdient die halt ein bisschen mehr. Müssen die anderen ja nicht wissen. Den können wir dann, damit er mehr freundlich wird und alle, können wir ihn 80-50 anbieten. Oder wir gucken, das war hier Saul Cunningham einstellen. Und dann... Boah. Naja. So, Mechaniker. Oh, kick mal hier. Nehmen wir doch die beiden. Dann nehmen wir einen Forscher. Hier, Amelie Thiele. Reinigungskraft. Da werde ich schon mal mehr haben wollen. Und ein Service-Mitarbeiter. Oh. Okay. Platziere eine Hebebühne. Hab ich doch. Hab ich doch. Hier, guck mal. Halle. Nee. Straße. Also ich soll eine normale. Na okay. Baue einen Lagerraum. Ah, scheiße. Ja, der Lagerraum. Kacke. Ich habe an alles gedacht, nur nicht an den Lagerraum. Park. Okay. Scheiße. Können wir eigentlich gleich so machen? Genau. Durch eine getönte Tür. Oh ja, können dann natürlich auch so machen, ne? So. Je mehr Lager, desto besser. Ah ja. Sieht halt ein bisschen komisch aus. Ja, so ist okay. Ersatzteile. Huch. Kaufen wir mal auch. 4 Motoren. 4 das. Alles 4-mal. So, und die erste Linie. Da wir noch nicht die ganzen Kacheln haben, müssen wir erstmal provisorisch was machen. Also gehen wir hier auf die Karte und gehen auf Linien, neue Linie. So, das Freizeit- und Erholungszentrum wünscht sich eine Linie.
Wir brauchen mehr Pokale. Okay. Gut. Ich will mal sagen, wir nehmen mal den Bahnhof Adlershof. Ich staune ja, dass hier die Karl-Ziegler-Straße nicht verfügbar ist. Obwohl hier, ne? Na gut. Können wir denn... Ja, wir können eine Linie machen, die von Bahnhof Köpenick aus fährt. Und dann halt bis Adlershof sogar. Gut. Machen wir das. Also hier Köpenick. So, hier ist nämlich die Betriebshaltestelle in der Kaulsdorfer Straße. Ah, die Sebenbinder Straße. Eigentlich befindet sich die Haltestelle auch hier. Hier ist nichts, aber okay. Naja, doch, obwohl. Früher war das so, dass in der Sebenbinder Straße Bus und Straßenbahn getrennt wurde. Dann wurde die Sebenbinder Straße neu aufgebaut oder umgebaut. Und jetzt ist Straßenbahn und Bus in einem. Die Spur wurde auch angepasst, dass die Autos nicht mehr überholen können, weil es auch ganz viele Personenunfälle gab. Deswegen. Ach ja, hups. Die Lindenstraße. Ist eine Doppelhaltestelle. Hier ist Haltestelle. Da und da. Also, kommt da hin. Und, kleinen Moment. Dann muss dann in, ja genau, ach ja, ja, stimmt, der Hupala, hier ist die alte Försterei. Ich mich ein bisschen vertan. Hier ist die Haltestelle. Ich bin das Feller Straße, Nixonstraße. Freizeit- und Erholungszentrum wäre eigentlich, naja, ist nicht so ganz angepasst. Die Oststraße, ja, Hochschule für Technik und Wirtschaft. Und Schöne Weide wäre da. Ja, ups. Zack, die falsche Seite genommen. Ach, kacke. Dann müssen wir das anders machen. Dann machen wir nur noch bis zur... Hier, bis zur... Edisonstraße. Und dann müssen wir mal gucken, wo das dann sonst noch hingepackt werden könnte. Die ganzen Haltestellen. Oder wir lassen zur Haselwerderstraße. Oder hier unten. Ich weiß es nicht. Oder Edisonstraße und dann wieder zurück. Sieht kacke aus, aber das ist das Einzige, was man jetzt noch machen kann. Parkstraße, das fehlt, Nixonstraße. Ist jetzt nicht die Haltestelle, die ich haben, die Linie, die ich haben wollte. Aber na gut. Dann Köpenick, dann hier Kaulsdorfer Straße, Köpenick. Das wäre ja zum Beispiel eine Straßenbahnlinie gewesen, eigentlich. Aber wir können auch die Straßenbahnlinie so nennen. Das ist nicht die 61 gewesen, sondern mehr die 63, 67, 27, die fährt da. Jetzt ist ja irgendwie alles da anders in Berlin. 61 nach, was war denn das? Edisonstraße. Oder? Nee. So, und dann müssen wir mal gucken. Köpenick haben wir ja hier gehabt. Ups, es zeigt da, reingeschrieben. Nee, das war nicht die Edisonstraße. Doch, das war die Edisonstraße. Edisonstraße. Ich weiß nicht, ob die das da so machen. Das wird dann. So. Der erste Bus fährt um 5, das ist gut. Und der letzte um 20 Uhr. Intervall alle 30 Minuten bis 21 Uhr. Linienwechsel in der Schicht. Ja, ist eine Montag- bis Sonntagfahrt. Das ist gut. Nein. Ich kann doch nichts zuweisen. Klicke auf den Kontostand. Na, lieber nicht. Jetzt machen wir die eigentliche Linie, die ich haben wollte. Und zwar von Köpenick aus nach Adlershof. Köpenick, Seelenbinder, Lindenstraße. Ah ne, Hupsala. Stimmt.
Hier ist die Haltestelle für die, die in Richtung Köpenick und Malsdorf fahren, aber auch nach, nach Friedrichshagen und so, nach Ransdorf-Waldschenke, nach Friedrichshagen-Altes Wasserwerk. Hier ist in Richtung Schöneweide, Alte Försterei und hier Richtung Köpenick-Adlershof. Also klicken wir hier ruf, dann hier Rathaus Köpenick, dann geht es hier rum. Kölnischer Platz, genau. Okay, der Kölnische Platz, der wurde hier falsch gemacht. Hier ist Haltestelle, hier ist Haltestelle. Aber nur so wurde die Haltestelle gemacht. Das ist komisch. Ah ne, Frichstatter Weg, den brauchen wir nicht, sondern die Otto-Markischke Straße. Und warum ich verstehe nicht, warum die Haltestelle hier oben ist auf der Karte, die ist hier unten. Ja gut, die Wassermannstraße, ja, Marktplatz Adlershof, warum auch zweimal, kann ich nicht nachvollziehen. Dann machen wir das so, auf den Hinweg hier, an der Segerstraße, ist eigentlich auch hier drinne, da, aber gut, und Adlershof ist hier, also hier, dann müssen wir das so machen. Franz-Ehrlich-Straße. Okay. Das heißt, ja, dann machen wir das halt so. Geht ja wohl nicht anders. Gut. Dann machen wir jetzt dann auch den Kölnischen Platz. Dann Schlossplatz Köpenick, genau. Dann gibt es hier diese berühmte Kurve. Hier ist die Freiheit. Dann hier die Lindenstraße. Welche Haltestelle haben wir jetzt dafür genutzt, ist jetzt die Frage. Gut, dann. Ja, ich glaube, die haben wir genommen. Dann nehmen wir hier wieder die Kaulsdorfer Straße und Köpenick. Gut, das ist jetzt die 60er nach S-Bahnhof. Adlershof. Und dann kommt die Ansage, dass es halt weitergeht bis auf Franz-Ehrlich-Straße. Genau. Das ist gut. Auch Intervall alle 30 Minuten von 5 bis 20 Uhr, 21 Uhr. Schicht, Linienwechsel innerhalb einer Schicht. Genau. Hup. So. Und damit den hier ja nicht langweilig wird. 1, 2, 3, 4. Klicke auf den Kontostand. Huhu. So. Und warten wir jetzt noch den Tag ab. Da fahren schon die ersten Busse. Zack. Ich könnte ja theoretisch eine Tür hier einbauen, die würden aber trotzdem außerhalb rumgehen. Also das ist gehoppt wie gesprungen. Ja, jetzt warten wir mal den Tag ab. Gucken wir mal. Ah, siehste, der erste Bus ist schon unterwegs. Ach ja, das Depot ist ja da hinten, ne? Das fiktive. Das heißt, die haben ja ein bisschen zu tun. Aber alle fahren sie nach Köpenick. Kick mal. Oh, der Andrang ist groß. Der Bus ist fast voll. Alter. Und zack, Aufgaben erledigt. Prima. Hier stehen sie da zu zweit. Ach so, ist der 60er und 61er. Kick mal. Oh, der eine Bus ist rappelvoll. Der Andrang ist groß. Naja gut, ist ja auch eine Großstadt, ne? Also muss man ja auch dazu sagen. 2 Stunden haben die Busse noch, dann ist ja Feierabend. Und dann auch Feierabend mit diesem Video. Zack. 35% brauchen wir, ne? Das machen wir beim nächsten Mal. Hier warten wir nur ab,
bis die Busse ihre Fahrt beendet haben. Ah, okay, der 61er, der hält. Ah, okay. Ja, das ist ein bisschen doof gemacht, muss ich mich... Eigentlich stört das ja nicht. Das heißt, könntet ihr eigentlich auch so lassen. Alles gut. Also fährt der Bus jetzt. Die letzten Busse fahren hier noch. Und dann ist finito für den ersten Arbeitstag der Busse. Ist gar nicht mal so verkehrt. Der wird garantiert jetzt gleich in Betriebsfahrt, oder? Nee. Oh, okay. Also die fahren wohl noch. Ah, hier, Betriebsfahrt. Betriebsfahrt. Und, ja, ganzen Busse, die fahren jetzt in Betriebsfahrt, kommen jetzt alle rein. Da steht noch einer und will mit. Aber, ja, der muss jetzt bis morgen warten. Die Busse fahren nicht mehr. Ansonsten würde ich mal sagen, können wir mal forschen. Ja, wir können mal Solo-Busse forschen und hier was forschen. Und damit würde ich dann schon mal abgehen an, ja, würde mal sagen, an den Feierabend. Waren jetzt knapp 40 Minuten, also können wir uns auch eine verdiente Pause gönnen. Das geht dann beim nächsten Mal weiter hier mit Personen befördern und vergrößern des Liniennetzes. Dazu brauchen wir dann auch mehr Busse. Hier können wir noch gucken, was die Busse brauchen. Das sieht noch alles gut aus. Warum die ein C-Kennzeichen haben, keine Ahnung. Aber darum kümmern wir uns beim nächsten Mal. Wir kriegen auch Bewertungen, aber das erkläre ich dann alles später. Ich wünsche noch einen angenehmen... Was haben wir heute? Mittwoch, ne? Mittwoch? Ja. Und dann bis die Tage.